Willkommen zurück zu Ark Anunnaki Genesis. Wir fangen an mit Namen, so wie immer. Und ihr könnt während ich das mache einen Däumchen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren, wenn ihr neu seid. Vielen, vielen Dank dafür. Außerdem so ganz nebenbei eine Sache, die ich ganz gerne häufiger nutzen würde, speziell was Livestream-Ankündigungen und sowas angeht, oder besser gesagt, Livestreams, die ausfallen, folgt mir auf Twitter. Ist eine gute Sache. Die Aranie Brutmutter, ich sehe gerade so im Licht, sieht eigentlich voll cool aus, wenn das hier so durchleuchtet, das Blaue. Ich wollte gestern diese grüne haben, die so hübsch war. Aber die ist lila vorne und blau hinten, blau-weiß hinten. Das sieht irgendwie mega cool aus. Ja. Der Name. Options, change name. Ich habe mir einfach rauskopiert. Bub geht schneller. Marlilith. Also Lilith kenne ich ja, aber Marlilith nicht. Es hieß in den Kommentaren, das ist irgendwie die Mutter aller Dämonen mit einem Spinnenkörper oder sowas. Lilith kenne ich ja, aber das Mar davor, das hat mich ein bisschen irritiert. Ist wahrscheinlich so ein bisschen derselbe Effekt wie bei meiner Mutter von dem Namen. Die heißt ja nicht Rita, die ist ja Marita. Aus dem einfachen Grund, weil ihre Mutter wiederum dachte, Rita heißt sowieso jede Frau. Mach mal Marita draus. Klingt doch viel hipper. Ja, vielleicht ist es auch ungefähr genau das Gleiche gewesen damals. Oder in den Mythen. So, jip, jip. Eigentlich heißt der Appa. Aber wenn ich an Appa denke, muss ich an, unweigerlich an die Serie. Boah, wie heißt die nochmal, ey? Auf Deutsch sowas wie der beste Schüler überhaupt oder der Schüler Nummer 1 oder aber nicht Schüler im Sinne von Schulschüler, sondern Kampfsportschüler. Irgendwie sowas. Oder Nummer 1 Schüler oder sowas. Keine Ahnung. Halt so Kampfsportgedönse. Boah, wie hieß das nochmal? Egal. Jedenfalls, da gab es halt so einen Muay Thai-Kämpfer, der hat immer Appa gesagt. Das war witzig und hat alles weggehauen. Deswegen ist der Name Appa für mich irgendwie ein bisschen. Naja, ich verbinde ihn nicht unbedingt mit Avatar. Jedenfalls, heute habe ich absolut keinen Plan, was wir machen wollen. Ich habe die heute wieder ein bisschen aufgeschoben, was doof ist, weil ich noch streamen wollte. Das heißt also, ich darf wieder Nachtschicht machen, wenn ich rennen will und so. Hört ihr das? Ich auch nicht. So wunderbar leise. Ist er vielleicht noch an? Scheiße, ist er noch an? Den haben wir nie angemacht, ne? Ja, da oben könnte noch an sein. Bist du an? Nein, ist er nicht, egal. Ja, es hieß irgendwie, hat er was geschrieben, ich könnte Aufsätze auf den Bogen drauf machen, aber ich weiß gar nicht, wie der das meint. Vor allem die Slots, die dafür da sind, aber ich habe ja keine Slots dafür. Muss schon mal in den Kommentaren nachgucken. Ja, hier steht's. Du kannst auf den Bogen auch Mods packen. Ich glaube, mit Pistole und Gewehr sind einfach nur die Slots gemeint. Was hab ich gesagt in der Folge? Ich weiß es nicht mehr. Das Problem, Dinge, die ich gesagt habe in der vorigen Folge, ich kann mich nicht an jedes Wort erinnern, deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn jemand auf einen Kommentar antwortet. Deshalb, Attachment NA, meint er vielleicht das? Amotype, Anunnaki Compound, Poison Bow. Ich müsste vielleicht nochmal irgendwie eine Waffe finden, um mal zu gucken, was da stand. Weil hier steht zum Beispiel nichts. Ich glaube, ich habe auch gar keine andere Waffe jetzt mehr, wo ich mal nachgucken könnte, oder? Da vielleicht mal eine etwas genauere Erklärung, wenn ich das in dieser Folge nicht rausfinde. Wäre vielleicht nicht schlecht, dann könnte ich das nochmal bestätigen, wie das Ganze gemeint war. Ich habe nämlich gerade absolut keine Erinnerung, was der meint, oder was ich gesagt habe, was er meinen könnte. Deswegen keinen Plan. Vielleicht finden wir sowieso heute nochmal ein bisschen Zeug aus Dinosauriern, weil wir garantiert. Warte mal, haben wir hier ein Gewehr drin? Attachment NA. Wir probieren das einfach mal aus. Machen mal ein Attachment auf den Bogen. Dafür brauchen wir halt, wenigstens ist das nicht Spyglas, oder? Das heißt, ich gebe einfach mal Glas ein. Vielleicht finden wir da was. Glas. Nein, finden wir nicht. Es heißt nicht Spyglas. Aber wir brauchen für das Spyglas. Nein, wir brauchen das Spyglas dafür. Ich habe vergessen, was das heißt. Dieses Fernrohr fürs Gewehr. Ich glaube, ich suche das einfach mal kurz so raus. Scope Attachment heißt es. Ich hätte mal Attachment suchen sollen. Vielleicht hätte ich da ein bisschen Glück gehabt. Steht da dran. Supports, Pistols, Machined Shotguns, Machined Sniper and Long Neck Rifle. Nein, es steht nicht dran, dass ich das an den Compound-Bodenraum machen kann. Vielleicht gibt es ja eine zweite Version davon. Das hier. Nein. Also, es steht nicht dran, dass ich das benutzen kann. Anscheinend geht es nicht. Attachment. Vielleicht geht das eins hiervon. Das wäre cool.
Long Deck Rifle, Sniper Rifle, nein. Und das hier? Leider auch nicht. Tja, das wäre schön gewesen, wenn das funktionieren würde. Leider geht's nicht. Der Bogen ist attachmentfrei. Auch wenn da steht Attachment NA. Vielleicht gibt es ein Attachment dafür, was ich gerade nicht sehe. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare reinschreiben, was damit gemeint ist, weil jetzt bin ich echt irritiert. Weil, was war mit dem. Was für Slots meint der, ganz ehrlich? Was für Slots? Du kannst auf dem Bogen auch Mods packen. Ich glaube, mit Pistole und Gewehr sind einfach nur die Slots gemeint. Das ist das Problem. Er hat auf irgendwas geantwortet, was ich gesagt habe. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich gesagt habe. Das ist immer schwierig, da rauszufinden, was gemeint ist. Meistens, ich erinnere mich an so speziell an so Sachen, wo ich genau gefragt habe, wenn ich weiß, ich habe bestimmt was gefragt, die Antwort kommt, dann erinnere ich mich für gewünschterweise daran, ah, das hat er gemeint, wenn ich etwas speziell an euch gerichtet habe, eine Frage. Aber bei sowas habe ich keine Ahnung, was der meinte. Ups. Ich wollte eigentlich gucken, wie weit das hier mit den Einkerbungen geht. Was total irrelevant ist. Weil man sieht vielleicht die Pfeile an so Einkerbungen. Die sollten eigentlich darauf zeigen, wie weit man schon angespannt hat, aber ist irgendwie irrelevant. Nun gut, ich würde sagen, ich suche mir mal ein schönes Tierchen raus, weil ich habe immer noch den Plan, einen Karno zu tamen. Außerdem, ich würde ganz gerne ein Gehege haben für die großen Tiere. Und die Frage ist halt, wo bauen wir das Ding hin? Ich glaube, hier wäre eigentlich gar keine so schlechte Idee. Ja, außer halt die ganzen Trodons hier sind. Dann mache ich nämlich einfach hier. Mache ich dann was hin, dass sie nicht abhauen können. Dann mache ich aus diesem Bereich hier das Großtiergehege. Es könnte aber ein bisschen größer sein, das Gebiet, ganz ehrlich. Ich habe hier eigentlich auch noch diesen Ort hier. Das hier, na, ich bin unsicher. Alles ist eigentlich, groß genug, alles insgesamt, aber so im Detail ist es immer noch zu klein, nicht wahr? Hast du ein gutes Level? Nee, dann stirb. Schaut mal! Die Tiere kennen wir doch! Das ist ein Prime Alpha Direwolf. 80.000 HP. Ich habe nichts dabei, um den halt richtig Schaden reinzudrücken, aber ihr gebt uns Loot. Loot, das haben möchte. Das heißt, wir müssen landen. Gegen kämpfen. Hi, hi, hi. Ich meine, er stirbt sowieso. Das kann ich nicht ändern. Das ist halt ein Tier, das halt dazu gemacht ist, um zu sterben. Seht ihr? Epic Alpha Chest Pace. Ja! Boah, ich hab's bekommen. Es fehlt mir nicht mehr. Ich hab's bekommen. Nice. Nice. Es sind noch, nur noch Helm und Schuhe. Nein, nur noch Helm und Hose. Sorry, jetzt stimmt's. Alpha Rank Chest Piece. It gives the rear increases damage resistance. Okay, weniger Schaden. Das ist gut. Deswegen müssen wir halt nur ziemlich aufpeppen dafür, damit wir das Ding auch ordentlich benutzen können. Ja. Nein. Das ist. Ja, ich bin eigentlich gerade auf der Suche nach einem Kano oder so. Irgendwas, was sich gut tamen lässt und gut auf dem Thumbnail sich macht. Nein, Ankylos, ja, die guckt ihr euch eigentlich nicht an, ich weiß. Ich glaube, ich darf mich nicht so sehr darauf fixieren. Egal. Ja, ich weiß, man kann Titanboas tamen. Fühlt mir gerade so ein. Aber wisst ihr, was ich glaube, was wir machen werden? Wir werden keinen Ankylo tamen. Denn. Ach, wobei. Das Problem ist, ich habe Mods drin, die Spielfunktion überflüssig machen. Ich würde mir ganz gerne den Garten bauen. Den Garten, den ich benötige, um die Felder zu. Warte, was? Ein Garten für Gemüse, um Schnecken zu tamen. Und natürlich steht das Düngermittel dazu. Ich brauche aber keine Käfer, weil ich nämlich das Material dafür da habe. Oder die Mods drin habe, die natürlich die Kacke so einsammeln. Automatisch weiterleiten und in Dünger verwandeln. Jetzt wird ein Schuh draus. Das bedeutet also, meine Rumpfliegerei hier nach Dinosauriern zu suchen, ist gerade ein bisschen überflüssig. Weil eigentlich brauche ich nur Schweine. Ja, ich würde trotzdem ganz gerne irgendwas themen. Irgendwas Hübsches. Moment. Ich finde was, keine Sorge. Ich finde was, keine Sorge, keine Sorge. Abö! Ich habe gerade was Cooles gesehen. Da! Seht ihr ihn? Ein Osterhase. Hab ich dich? Nein. Jetzt habe ich dich Level 90 nur. Egal, den will ich haben. Ich hoffe, der frisst nicht nur Möhren. Ich will ihn ganz gerne tamen. Ja.
Mir fällt da gerade ein, es ist gerade, fühlt sich gerade irgendwie so an, als wäre das noch gar nicht so lange her gewesen, als ich an dieser Stelle einen Livestream gemacht habe und den getamed haben wollte. Den Easter Bunny. Das weiß ich noch. Da waren wir auch an diesem Ort da, im Livestream, mit einem Live-Let's Play, und da habe ich dann den gefunden und dachte mir so, irgendwie, ich weiß auch nicht. Es fühlt sich gerade so an, als wäre es gerade erst passiert, erst vor kurzem. So, die Schwierigkeit, die ich gerade habe, ist, dass ich den nicht mit teleportieren kann. Ich muss den tatsächlich zur Base tragen. Ich weiß nur nicht ganz so, wo die Base ist, weil ich die irgendwie nie wieder finde, wenn ich sie einmal verloren habe. Ich glaube, da war das, ne? Ich erkenne die Base eigentlich immer nur von einer Seite des Flusses, wo halt der Berg nach oben, wo der Weg nach oben geht. Das ist nicht schwierig, aber von der anderen Seite, von hier zum Beispiel, ich erkenne das nie. Und das ist so dämlich einfach. So, guck mal. Verdammt. Egal, damit ist eigentlich ziemlich gut. Put taming food in last item slot to feed. Wisst ihr, was wir machen werden? Wir schummeln einfach. Pass auf. First step. Wir betäuben ihn. Next step. Die Dinger werden eh schlecht. Nehmen wir einfach die, oder? Ich meine, bevor sie vergammeln. Bam, tamed. Ein Easter Bunny ist getamed. Nicht, dass wir ihn jemals brauchen würden, aber hey, wir haben einen. Es ist eigentlich nur ein Känguru mit anderem Skin. Das ist irgendwie cool, weil der hat nämlich so einen Beutel mit Eiern dabei. Komm her. Ja, wie geht's dir? Ich kann dich kaum erkennen, weil du nicht in die Sonne guckst. Komm her. Komm mal hier hin. Stopp. Ja, ist schon besser, aber... Ja, für einen ordentlichen Screenshot wird es schon ausreichen. Was ist denn das? Ich dachte, das Gewitter ist vorbei. Was haben wir hier? Donnie Darko, weil es halt gerade Horror wird. Komm mit, du kommst erstmal hier hin. Boing. Wir machen es einfach einen Hasenstall. So, wir brauchen... Ey, ganz ehrlich, dieser Tapiara da hinten, ne? Der provoziert mich. Treffer. Ah, wie geil. Ganz ehrlich, ich habe gerade einfach nur drauf geschossen mit der Absicht, auf was drauf zu schießen. Ich wusste nicht mal, ob ich überhaupt treffen würde und bam. Treffer. Schläft. Nice. Na gut, wisst ihr was? Dann zählen wir den einfach auch. Weil es halt geht. Dann haben wir auch einen Tapiara. Ich denke mal, Tapiara sollten gar keine schlechte Idee sein, falls wir mal irgendwas tamen möchten. Du bist Level... Da wollte ich mich gerade über die Level 515 freuen. Da steht so Tag 515. Level? Ja, gut, 390 geht eigentlich auch. Hier, nimm den. Warte. Ich weiß gerade nicht, ob der das oder Fisch frisst. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, der frisst normales Fleisch. Ja, es steht auch nicht Taming Food reintun, sondern es ist schon Taming Food drin, ne? Food geht sehr... Naja, was ist sehr langsam? Es geht halt runter. Ich würde sagen, ich lasse ihn einfach mal liegen. Wenn er getamed ist, ist er halt getamed. Ich kann schon mal einen Sattel dafür herstellen. Und während ich dann hier alles auch am Machen bin, weil ich möchte ganz gerne auch hier bisschen weiterbauen. Wir brauchen Känguru und Tapiara-Sattel. Außerdem wollten wir ja unseren Dingens hier verbessern. Genau. Erst einmal verbessern wir die Chestpiece, bevor wir die halt in Dingens machen. Ich wollte gerade Salvage-Item, ist schon ideal, okay. Dann machen wir ihn da rein. Ich weiß nicht, ob ich genug Material zum Verbessern habe. Durability? Ja. Was sagt Durability? 4000 mache ich, oder? Ja, ist gut. Dann, mehr Verteidigung. Increases Armor. Hide Fiber Polymer. Haben wir eigentlich alles da? Polymer, Hide, Fiber. Haben noch mehr Polymer da? Oder habe ich das schon verbraucht? Ich glaube, ich habe damit meine Dingens verbessert. Meine, wie heißt das Scheiße? ich zeige es einfach. Das Ding hier. Brauche ich natürlich nicht mehr. Oder nee, habe ich den Helm? Ich habe da den Helm verbessert. Was ist denn der Helm jetzt? Hab ich den... Ach genau, den Helm habe ich schon längst auf. Das habe ich voll vergessen. Hier, guckt. Zack, ist ein Helm. Den habe ich schon verbessert. Aber mit der den Chestpiece hier sind wir natürlich besser dran. Gut. Die müssen kurz mit rüber in mein Inventar.
weil ich mich die jetzt auch ansetzen möchte. Oder muss, oder beides. So, 700, 770, 800, 800. Ich frage mich, wie viel drauf geht, ganz ehrlich. Ich glaube so ein bisschen, das geht eigentlich unendlich. So, mal gucken. You, ich habe bei 1100, 1200, das ist ein Chestpiece. Da muss ruhig ein bisschen mehr drauf. Eigentlich am besten alle, die wir da haben. Einfach, weil es geht. So, 1280. Was sagt die Haltbarkeit? 5000? 6000? Okay, da muss auch ein bisschen Haltbarkeit mehr drauf. Damit es halt mit seinen, mit den anderen Teilen einfach mithalten kann. So, wir sind bei 5700. 6000 rund. Perfekt. So, den sammeln wir ein. Packen den hier rein. Create Blueprint. Und da haben wir einfach mal das beste Item der Welt. neben Schokolade. Schokolade ist ein besseres Item, aber das ist auch eine ganz andere Kategorie. Ist auch gar nicht so teuer mal wieder, ne? Ist sowieso ein bisschen unfair, dass halt das Material nicht teuer ist. Aber hey, ich mache hier nicht die Regeln. Das macht das Spiel. Er rechnet sich ja die Werte ja eigentlich von alleine, von selbst. Und wenn das Spiel halt sagt, ja, gib mir für die Celestial unglaublich hoch abgegradete Chestpiece, Alpha Chestpiece, einfach mal 52 Chitin, 51 Fiber und 127 Halter, das reicht mir. Dann werde ich nicht sagen, oh, das ist mir aber zu billig, ganz im Ernst. So, zack, bam, Rüstung bei 5700. Das ist eigentlich gar nicht so viel, wenn man aber denkt, wie viel wir in anderen Total Conversion Mods hatten. Aber uns fehlt nur noch die Hose und der Helm. Ich schätze mal, der Helm wird uns Unterwasseratmung geben. Das oder Unterwassersicht. Ich nehme an, Unterwasseratmung, oder? Ich sag eigentlich eher, er wird mir unter Wasser Sicht geben. Und die Hose wird mir vielleicht reduzierten Fallschaden geben. Irgendwie sowas wird es sein. Sieht irgendwie seltsam aus. Von vorne so unglaublich schmal und dünn, von der Seite so dick und so ein dicker Arsch. Ist schon sehr schön unförmig geworden. Außer mal mit Piratenhelm an. Gut, wir wollten immer noch. Wie heißt nochmal? Nicht der Duplodokus? Dokoptrodon. Ich gehe einfach mal Kopf ein. Prokoptodon. Genau. Und Tapejara-Sattel. Gut. Sattel. Da sind die Sattel. Der Tapejara braucht. Sieht irgendwie so ein bisschen komisch aus, der Sattel. Da ist er. Erinnert mich mal an so eine Weintrauben. Nicht Weintraube. Gott, wie heißt das? So Weingummis. Bestimmte Sorte. Metall, Holz, Fiber und der Prokoptodon. Machen wir einfach auch Metall, Holz, Fiber rein, das passt dann schon. Metall, Holz, Fetch. Wo ist mein ganzes Metall? Metall, Fiber. Fiber? Ist, glaube ich, das Einzige, was da schon drin ist. Da wollte ich ran. Genau, das war nämlich gerade das Falsche. Das muss auch nochmal rein. Und die Dinger brauche ich immer noch nicht. Wieso kann ich die nicht wegschmeißen? Gottes Willen. Was soll ich für diesen blöden Alpha-Dingern haben? Fangen wir mal an mit dem Sattel, der mir sofort ins Auge sticht. Und zwar der hier, da fehlt das Fiber. Wieso fehlt der Fiber? Weil das hier drin ist, genau. Ich bin manchmal ein bisschen blind, habe das Gefühl. Da ist auch das restliche Metall drin. So, was ist mir heute passiert? Ich war heute einkaufen. Ja, eigentlich sowieso fast jeden Tag, außer ich gehe mal ein bisschen auf Vorrat einkaufen. Und da war eine Sache, die irgendwie seltsam war. Ich habe mir beim Rewe, der neu aufgemacht hat, an der Bäckerei, die ja mit eingebaut ist, aber ist halt extra Bäckerei drin, habe ich mir halt einfach mal so ein paar Nussschnecken geholt. Und was ganz seltsam ist, manchmal, wenn ich zu schnell rede, dann kriege ich extreme Probleme mit dem Reden an sich. Und das war halt in diesem Fall, ach, schon wieder Pelz braucht das Ding, verdammt, dass ich, wenn ich zu schnell rede, wird meine Zunge schnell faul. Ich kann dann irgendwie Wörter nicht mehr aussprechen und meine Zunge bleibt irgendwie am Gaumen kleben. Dann löst es sich einfach nicht. Okay, hier geht gerade das Stream nicht weiter. Ich mache es gleich mal aus. Und ich sitze dann da. Haben Sie einen? Boah, das war so unangenehm einfach. Aber zum Glück war das nicht so eine komische Frau, die halt zu sehr auf Äußerlichen setzt. Ja, so eine, die wahrscheinlich dachte, ach, guck mal, das ist ein Mensch, der hat Sprachfehler und kann nicht gut reden. Zeigt ein bisschen Verständnis. Das Problem war, ich wollte fragen, haben Sie nur noch Nussschnecken? Ich hatte schon wieder ein Problem, das Ganze auszusprechen. Und die Schwierigkeit, die vielleicht aufgefallen ist, nur noch Nussschnecken. Das N. Meine Zunge ist einfach voll am Gaumen kleben geblieben und ging nicht mehr runter beim Sprechen. Aber danach war ja irgendwie ganz normal.
Boah, Gott. Ich wollte das irgendwie schnell aussprechen und dabei habe ich nicht ordentlich nachgedacht. Guck mal, es geht sogar ganz zügig von der Zeit her. Haben Sie ein... Boah, das war so dumm, ey. Haben Sie ein... Haben Sie nur noch Nussschnecken? Verdammte Scheiße, ruck das nicht raus. Ja, das ist echt doof gewesen. Aber dann, irgendwie die Dinge haben 1 Euro gekostet oder so, mittlerweile 1,75. Hast schon Preis geguckt, aber man sollte irgendwie über 6 Euro bezahlen für 3 Nussschnecken. Und ich denke mir so, irgendwas stimmt da nicht. 6 Euro... Ich glaube, 6,30 Euro sollte ich bezahlen. Weißt du, 1,75, 3 Stück, 6,30 Euro, da stimmt irgendwas nicht. Da hat jemand wieder falsch gerechnet. So, Stream ist aus. Dürfte ich bitte mal den Zettel sehen? Dankeschön. Guck drauf. 2,10 Euro pro Nussschnecke. 1,75 pro Nussschnecke. Da stimmt was nicht. Die kosten keine 1. Der Preis hier stimmt halt nicht. Ja, super. Wenn ihr das nächste Mal beim Rewe einkaufen geht, ich habe vergessen, wie der Zusatz heißt. Irgendwie bei irgendwie ein türkisch klingender Name oder so, vielleicht auch was anderes, keine Ahnung, oder französisch-türkisch klingt das Ganze so ein bisschen, oder italienisch, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es klingt halt so wie eine Parfümmarke oder eine Modemarke, der Name. Dann achtet da drauf, wenn ihr bei der Bäckerei was guckt, was kauft. Vielleicht haben die Probleme mit der Kasse, weil bei uns hatten die Probleme damit. Was hab ich gekauft? Ich hab Nussschnecken gekauft und die haben hier irgendwie Nusswirbel oder sowas, da stand auf dem Zettel drauf. Ganz, ganz seltsam. Hier ist auch irgendwie noch 10-mal entschuldigt, bis das Ganze dann wieder in Ordnung war. Ja, das war mein Highlight des Tages. Was machen wir mit der Base? Ich wollte. Ah, genau. Ich weiß wieder. Habe ich vielleicht sogar Blueprints dabei oder da, dass ich halt keine lernen muss? Ich hoffe es. Boah, irgendwie gerade so ein bisschen der Ventilator gerade immer ins Auge, so eine Seite. Das ist halt unangenehm ein bisschen. Ich muss das Ganze gleich auf den Livestream noch ein bisschen nachjustieren. Um halt ordentlich hier machen zu können. Nein, okay. Wo bauen wir den Garten hin? Sollen wir den Garten extra bauen? Sollen wir den Garten erhöht bauen? Sollen wir den Garten... Ich habe eine Idee. Ich habe tatsächlich eine Idee, die gar nicht mal so schlecht sein könnte. Darf ich mal bitte? Dankeschön, du komisches Tierchen. Und zwar würde ich ganz gerne... Das könnte funktionieren. Ich würde da auch wieder Säulen benutzen, um das Ganze auch statisch korrekt wirken zu lassen. Müsste ich hier vielleicht auch mal machen. Dass hier mal ein paar Säulen sind oder so. Ja, der Rex. Gestern habe ich noch umgestellt. Zack, kam wieder ein Tier, dann wieder umgestellt. Teil dämlich einfach. Moment. So, ich bringe die Großtiere auf den Großtieren. Passt schon, mach auf jedes Gehege hin. Und zwar würde ich ganz gerne eigentlich. Mindestens hier würde ich noch eine Säule runterziehen, damit das einfach optisch korrekt wirkt. Oder halt an der Ecke. Einfach nur an der Ecke, damit das halt wirklich so wirkt, dass es halt auch nicht einkrachen könnte. Und hier, na, vielleicht nicht. Das könnte ja irgendwie so ein bisschen die ganze Optik hier kaputt machen. Kommst mal runter. Ich will wissen, ob du was drin hast, was ich brauche. Aber ich würde ganz gerne den Garten mit R doch in die Richtung bauen. Versteht ihr? Dann sagen wir, machen wir hier das Gelände weiter, in die Richtung. Ungefähr auf die Höhe von den Felsen da. Ich habe irgendwas kacken gehört. Als ob irgendwie im Hintergrund eine Affenart am Rumgackern war. Aber so im Hintergrund, so ambienteartig. Vielleicht waren es nur Kinder von draußen, ich weiß es nicht. Ich höre ja auch gerade die Sirene auf den Kopfhörern. Aber es war irgendwie gerade cool. Ich kannte den Sound gar nicht, das oder ich habe nie drauf geachtet. Vielleicht waren es nur die Nachbarskinder, die Waffen klingen. Das ist eine Krähe. Die ist auf meinem Dach. Soll ich verpissen? Ja, dann ziehe ich das Ganze einfach hier nach oben. Vielleicht auf die Höhe davon. Vielleicht nicht ganz bis nach da hinten rüber. Und dann dahinter versuche ich dann einen kleinen Wasserturm hinzubauen. Oder so eine Art Wasserturm. Was heißt also Wasserturm? Mal, ihr seht es ja, glaube ich, hier ganz gut. Hier hinter ist nämlich nichts. Und das habe ich nämlich mal gesehen bei. Oh, das, ich glaube, das war Zul'jin Gaming, nicht Slipgator. Und der hat nämlich einfach so einen richtig großen Wasserturm gebaut. Der war einfach nur so rundähnlich gebaut, so wie es halt geht mit Arc-Vanilla-Strukturen. Und da drinnen hat er ganz, ganz viele Wassersammeldinger reingesetzt, die das Wasser gesammelt haben, womit der dann halt seine Wasserquelle hatte, was halt ziemlich, ziemlich cool war. Weil es also so richtig groß und gigantisch war, und so ein richtiger Wasserturm war das. Und hier möchte ich mir ganz gerne so eine kleine Version davon hinsetzen, dass wir halt einen Wasserturm haben.
Und der begießt dann halt die Pflanzen für uns. Und da wir ja sowieso S-Plus-Strukturen haben, könnten wir das Ganze sogar so bauen, dass es halt optisch, oder besser gesagt halt symmetrisch auch alles passend ist, weil es aneinander ansnappt. Ich lausche mal ran, vielleicht kriege ich ja hier meine Inventare. Gedönse. Nein, keine Strukturen. Keine Strukturen, die ich haben wollte. Aber ich nehme trotzdem ein paar Sachen mit, das ganze Blaue hier muss weg. Und ich einen Rülpser raus. Der Sattel war vielleicht noch interessant. Wo ist er? Araneo, nee, brauchen wir nicht. Kann ich vielleicht ein Flashlight am Bogen dran machen? Nein, aber wenn ich die Pfeile rausnehme? Geht auch nicht. Schade. Das wäre irgendwie cool. Also was lernen wir daraus? Attachments sind nicht möglich. Naja, was soll's, ne? Ach ja, ihr dürft euch übrigens wieder wehren, ne? Oh, Pestilo Baby schläft. Und es ist gegessen. Naja, eigentlich ist es tot. Nun, ich würde sagen, ich starte einfach mal den Bau und guck mal, wie das wird. Ich überlege auch gerade. Der Garten muss ja gar nicht so hoch wirken. Er muss ja eigentlich nur da. Soll ich den jetzt eigentlich über den Stein machen? Oder soll ich den einfach da zwischen dem und dem Stein machen? Ich glaube, da zwischen dem und dem Stein. Aber ich würde ganz gerne eine Etage höher bauen. Das würde vielleicht ganz cool aussehen. Nebenbei der Tapiara wurde getämt. ich habe gerade den Cut machen wollen und da ist mir aufgefallen, das Tier ist fertig. Naja, warum nicht? Und warum es gerade Nacht wurde und jetzt plötzlich Tag ist? Ich habe mir den Tag gerade ercheatet. Ja, so dreist bin ich, wenn ich was sehen möchte. Ich habe immer noch so diese Blitzeffekte. Wo kommen die her? Ist doch Tag. Gott, kaum fixen die Entwickler mal was, schon funktioniert einfach gar nichts mehr. Es gibt 4 verschiedene Gemüsesorten. Wir brauchen auch jetzt keine Gemüseplantage, die so riesenscheiße groß ist, wie die vom Kornbauer oder so, keine Ahnung. Aber so im Prinzip, so will ich es ganz gerne haben. Es ist 4 Wände hoch, also 4 Höhen hoch, 4 Einheiten. Und ja, es ragt über den Stein. Ich muss es gerade nochmal einen Ticken höher machen, weil es nicht hoch genug war. Ich überlege gerade, so ist, wie ich es haben möchte. Wir haben hier... Doch, eigentlich ist es sogar ziemlich perfekt, wenn ich es mal genau nehme. Und zwar haben wir nämlich jetzt hier einen Mitteldurchgang. Hier. Und wir haben den Weg hier. Dann machen wir einfach 3 von jeder Sorte. Das sollte eigentlich dicker ausreichen. Dann haben wir nämlich 3 mal 4. Und das müsste eigentlich so viel Gemüse geben, dass wir uns davon nicht retten können. Weil... Ja, das wird einfach scheiße aussehen. Oder? Ich glaube... Doch, dann würde das eine hier halt ein bisschen da reinragen. Das müsste eigentlich trotzdem funktionieren. Und wir haben auf jeden Fall hier unser Beet. Dann haben wir nämlich 4 mal 4 von jeder Sorte. Das ist auf jeden Fall mehr als reichlich. Und da werde ich halt in die Mitte, hier so, mache ich dann die Wasserleitung rein. Die snappt ja dran, dass sie gerade ist. Mache die dann 2 hoch oder so. Mache dann das, was unten ist, weg. Und oben kommen dann Kreuze dran und die versorgen das alles mit Wasser. Das ist halt aus wie eine Sprinkleranlage, wo das Wasser von oben runterkommt. Und dahinter mache ich dann die Wasseranlage. Die kommt dann dahin. Die wird ja nicht verdeckt oder so. Da kommt ja also Regenwasser dran. Und wenn ich ganz schlau bin, mache ich ein bisschen versteckte Leitung einfach runter in den Fluss. Und das wird dann sogar noch besser sein. Ja, so im Prinzip ist das so die Grundidee. Ihr seht, es schwebt so ein bisschen, weil wir halt keine Dinger brauchen. Keine, wie heißen die Dinger? Säulen brauchen, wir brauchen keine Pillars. Ich werde das aber heute nicht fertig bauen. Ich werde heute nur die Grundidee so lassen, wie sie ist. Aber ich werde trotzdem schon mal... das Ganze optisch nochmal ranbringen, ne? Und damit wären auch die neue Etage, wo die Kropplots hinkommen, mit, ja, ausreichend Optik versorgt, würde ich sagen. Es ruckelt gerade wieder so ein bisschen, ich weiß gar nicht warum. Ich hab ne Vermutung, wer das kommt. Ich weiß, es ist kein Thermal Throttling, oder wie das heißt. Dafür ist die CPU einfach nicht heiß genug. Auch wenn sie doch relativ warm ist. Allerdings stimmt auch was mit der Auslastung. Ich schätze mal, entweder kackt mir die Grafikkarte aus irgendwelchen Gründen ab. Vielleicht ist einfach der Speicher voll, der muss ich einmal leeren und dann wieder neu auffüllen. Oder, was auch sein könnte, ist das ganz einfach, bei mir ist irgendwie Avast. Avast macht nämlich, wenn ich was runterlade bei Steam, was ja automatisch sein kann, durch die Updates, die automatischen Updates,
kann es sein, dass, wenn so ein Update kommt, Avast den Download automatisch überprüft. Und weil ich schnell einen Download habe, muss der auch schnell viel verarbeiten können. Und knallt mir einfach mal die CPU-Auslastung nach oben, weswegen dann halt mal ein bisschen Ruckler kommen könnten. Ist eigentlich ganz leicht nachzuprüfen, wenn ich einfach nachgucke, wurde irgendwas runtergeladen, während ich hier gezockt habe. Naja, jedenfalls, der Ort sieht jetzt eigentlich so aus, wie er aussehen soll. Naja, abgesehen davon, dass der immer noch ein bisschen zu sehr schwebt und ich möchte keine schwebenden Sachen haben. Habe ich aber trotzdem schon die Dinger hier gemacht und oh, wie geil. Das ist ja so geil, die snappen. Boah, wie ordentlich ist die Mod eigentlich? Ist ja großartig. Guckt euch das mal an. Es snappt einfach an. Boah, damit kann man aber echt hübsche Sachen machen. Wow. Wow. Das ist richtig geil. Das ist richtig, richtig geil. Ja. Boah, das gefällt mir aber echt gut. Und ja, es blitzt schon die ganze Zeit. Ich weiß nicht warum. Es hört auch nicht auf. Das ist echt nervig. Fügt jetzt Ethu und was passiert? New Ethos dazugekommen. Gut, von unten kann man übrigens durchsehen und sehen, dass da eigentlich gar nichts ist. Guck mal, die Entwickler, die schummeln. Seht ihr das? Die schummeln. Naja. Ich muss ein paar Rohre herstellen und eigentlich mache ich nur ein paar wenige Rohre, denn die Rohre sollen nur dafür da sein, dass ich weiß, dass da noch was hinkommt. ich brauche mal das hier. Das brauchen wir nicht. Das hier brauchen wir. Wir brauchen das hier. Wir brauchen das hier. Und natürlich das hier. Gut. Die sind mir egal, die brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. Und die ist eigentlich nur dafür da, dass ich am Wasser anbinden können. Das kann ich eigentlich auch machen. Ich muss nicht mal bis zum Fluss gehen, weil ich habe da hinter das Eck habe ich da ja so eine kleine Pfütze. Da kann ich eigentlich Wasser dran holen. Gut, aber ich kann es trotzdem schon. Ah, Moment. Da fehlt mir eine kleine Sache. Reservoir fehlt mir. Das Metal Water Reservoir. Gibt es kein S+ Water Reservoir? Hier gibt's einen. Da, hier ist der Water Tank. Na gut, warum nicht? Wahrscheinlich passt auch deutlich mehr rein, nicht wahr? Wir können einfach mal ausprobieren, indem ich das einfach mal herstelle. Pipes. Nee, Metall. Pipes. So. Gucken wir einfach mal. Das snappt auch. Das ist so wunderbar. 500. Na gut. Ich dachte eigentlich, da passen ein paar mehr Sachen rein. Na, egal. Habe auf jeden Fall schon mal so einen da und ich habe irgendwie so ein Haar im Auge. Super, danke schön, Ventilator. Ich mag dich auch nicht. Ich mag dich sogar sehr gerne. Nicht kaputt gehen. Ich liebe dich im Sommer. Du bist mein bester Freund. Mein einziger Freund. Und zwar der einzige Freund, der weiß, was ich wirklich brauche. Nämlich Wind. Viel Wind. Wo war ich stehen geblieben? Ich wollte Pipes machen. Metall, Pipes. Wir fangen damit an, dass wir... Wenn ich ganz ehrlich bin, brauche ich davon eine, vielleicht sogar zwei, davon brauche ich einige, davon brauche ich wirklich einige, machen wir mal 10, machen wir 16, 16 plus 4, machen wir mal 20 Stück. Und davon brauche ich mindestens nochmal genauso viele. Nein, davon brauche ich genau 16. Vielleicht sogar weniger, ich weiß es nicht. Egal, die lasse ich aber erstmal so, wie es ist. Wobei, ich kann das Grundgerüst ja schon mal bauen, so wie es sein soll, damit ihr wisst, was ich da meine. Aber insgesamt, ich brauche eigentlich noch deutlich mehr Kreuze, fällt mir gerade auf. Ich mache nur erstmal das Gerüst, wie die Wasserverteilung ist. Okay, die Wasserverteilung, die mache ich schon mal, aber ich mache noch keine Wasserverbindungen, dass es halt, dass auch wirklich Wasser fließen kann. Und zwar meine ich nämlich, dass ich das Ganze so machen möchte. Sollten die Dinger nicht eigentlich snappen? Normalerweise snappen die doch an, dachte ich. Was ist jetzt hier nicht in Ordnung? Ich sage bloß, die snappen nur... Okay, das könnte ein Problem sein. Ich hätte schwören können, die snappen. Okay, Plan B. Keine Sorge, Plan B ist mindestens genauso gut wie Plan A und C.
Vielleicht sogar ein bisschen besser als C, und deshalb ist ja Plan B. Und zwar nehme ich einfach so einen Wassertank, der wiederum snappt. Und werde einfach den ansnappenden Watertank benutzen, um das Ganze einfach gerade zu machen. Es war ein bisschen Schummelei, aber das Spiel gibt mir die Möglichkeit. Darum nutze ich sie. So. Oh nein. Oh nein. Ja, das ist gerade nicht so, wie ich es eigentlich geplant habe. Aber okay. Weil das sagt mir jetzt eigentlich gerade nur, dass die S-Plus-Mod versucht, einen auf modern und schick zu machen. Kann ich den vielleicht drehen? Show connected pipes? Nein. Hide connected pipes. Das ist nicht so, wie es sein soll. Naja, was soll ich machen? Wenn es nicht geht, geht's halt nicht. Dann muss ich halt wieder meinen Trick benutzen, wie ich es eigentlich immer mache. Und zwar einfach mit dem guten alten Ausmessen. So, noch nicht ganz. Bisschen weiter nach rechts. Ich meine, es muss nicht perfekt sein, es sollte nur möglichst so symmetrisch wie nur möglich sein. So, wenn ich jetzt rückwärts gehe, hat der außer nach rechts einen ähnlichen Abstand. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Kann ich so machen, ganz, ganz gut ausmessen. Ja, doch. Es sieht gerade so aus, als würde das genau alles so sein, wie es auch sein soll. Guck mal, hier kann ich das sehr gut abmessen. Ja, doch. Scheint gerade genau so zu sein, wie ich es haben möchte. Ich glaube, der kann hier ruhig noch ein bisschen drüber gucken, ne? So. Und das ist nämlich der Punkt, von dem aus wir alles hier bewirtschaften werden. Der geht nach oben. Der geht nach oben. Denke ich an dem jetzt dran. Der da. Hab ich wieder eingesammelt. So. Und kommt nämlich jetzt nach oben dran. Ihr seht, glaube ich, schon so langsam, was das hier werden soll, oder? Reicht das schon? Nee, noch nicht ganz. Da müssen noch gerade dran. Ich habe jetzt leider nur zwei Stück gemacht. Ich glaube, das sollte sogar so ausreichen, ne? Das sollte sogar echt ausreichen. Ob das Ganze letztendlich ausreichen wird, werde ich halt jetzt leider erst dann sehen, wenn das Ding hier mal ein bisschen Wasser gibt. Ah, da fehlt noch einer. Warum auch immer da einer fehlt. Okay, ich habe nirgendwo zu viel dran gemacht. So. Das Ding macht Sound, wenn ich das Ganze auswähle. Das sollte jetzt eigentlich relativ mittig sein. Notfalls muss halt hier noch welche dran machen. Jeweils, dass es halt auch darunter geht. Aber ich werde ja sehen, ob das halt beide weiß hat oder nur den einen. Hier ist es jedenfalls auch relativ mittig. Und das Ganze hat halt jetzt eine gewisse Höhe, dass es halt nicht zu viel ist. Also nicht zu hoch ist, aber auch nicht zu niedrig, dass es halt irgendwie im Weg zu sein scheint. Und jetzt kann ich nämlich, Soll ich das wirklich so machen? Ich meine, na, so kann ich das aber auch machen. Dann kann das weg. Pick up, vertical pipe, zack. Und dann kann ich halt von da aus die Dinger dran machen. Habe ich den dabei? Den habe ich dabei. Der sollte eigentlich da oben drauf gehen, genau. So. Ah, das war nicht wie geplant. Egal. Oh Gott. Hilfe! Ich habe keine Kontrolle mehr über meinen Charakter. Jetzt schon. So, ich glaube ganz ehrlich, dieser Stein da muss einfach. Der Stein da muss einfach. Ich habe keine Sachen zum Stein da abbauen dabei. Verdammt. Mach halt irgendwann später. So, wenn es mal regnen würde, wie es eigentlich sowieso mal regnet. Ich möchte aber viel lieber, ich schummel mal ganz kurz, okay? Cheatfly. Nur mal ganz kurz für den Test, ob es funktioniert. Ich weiß, ich könnte es auch anders und eleganter lösen, aber egal. So. Ich habe gedacht, er würde vielleicht sein Wasser an dem Ding abgeben. Tut er aber nicht. Cheatwalk. Ja, die Schwierigkeit ist jetzt, wenn es regnet, dann wird er auf jeden Fall das Ding hier auffüllen, aber er wird auch die Dinger hier bewässern. Das heißt, zum Testen geht das alles gerade nicht so wie geplant. Verdammt. Ich bräuchte eine Wasserquelle, eine plötzliche.
Na super, jetzt fängt es an zu regnen und ich kann nicht testen, ob das Ganze funktioniert hat. Aber ein paar haben auf jeden Fall mehr Wasser als die anderen. Das heißt, das Wasser, was ich da reingetan habe, hat also doch funktioniert, aber wurde halt irgendwie sofort aufgebraucht. Ja. Ich wollte eigentlich gerade nochmal schnell die Sachen machen, die ich halt machen wollte. Da, der hat nämlich auch ein bisschen mehr. Okay, wenn der hintere hier funktioniert und der vordere hier, dann sollte das, so wie ich es hier aufgebaut habe, eigentlich schon funktionieren, weil die beiden haben nämlich das Wasser abbekommen, was ich in den Tank reingetan habe. Naja, der Nachteil ist halt, jetzt regnet es halt und ich habe halt einfach Pech. Oh, fuck, das war nicht geplant. Egal, ich brauche ein langsames Tier, das fliegen kann. Ich glaube, wir haben gerade einen getamed. Wer mich nicht alles täuscht. Und mit dem werde ich eben kurz das Gerüst aufbauen, wie ich halt geplant hatte. Ich habe das Gefühl, die Folge wird einfach 100 Jahre lang heute da gehen. Gut, das Grundgerüst ist hier jetzt mal fertig. Wahrscheinlich geht noch ein bisschen mehr dran, aber ich wollte eigentlich erstmal die verbrauchen, die ich habe. Ich glaube, der wird kein Wasser abbekommen, aber der ist da tatsächlich jetzt echt noch nur wegen der Optik. So. Ich habe jetzt bewusst den Tapiera genommen auch, weil er kann rückwärts fliegen. Ist halt ein Ticken angenehmer. So. Ah. So, ist egal, welchen der dran ist. Hauptsache, der ist dran. Gut. Da geht aber noch ein bisschen mehr, wenn ich ehrlich bin. Da geht noch ein kleines bisschen mehr. Da ich mich sowieso niemals draufstellen muss, ist nämlich auch eigentlich scheißegal. Da geht noch einer dran. Ich habe keine mehr. Wie viele brauche ich noch? 1, 2, 3. Die 3 mache ich noch. Dann haben wir erst einmal genug Wassercontainer. Ich kann da immer noch neue dran machen. Das ist ja nicht das Problem. Aber dann ist es halt erstmal optisch, symmetrisch, erstmal so, wie ich es haben möchte. Ich habe sogar noch welche dabei. Dann kann ich die einfach erstmal verbrauchen. Darf ich mal hier durch oder wo hänge ich gerade wieder fest? Keine Ahnung. So. Ich könnte eigentlich sogar einfach mal, ich könnte eigentlich sogar eine Decke drüber machen. Ich könnte da einfach mal so eine Greenhouse-Decke dran machen. Dann wachsen die Sachen schneller. Sieht dann vielleicht nicht unbedingt besser aus, aber sie wachsen schneller. Und ich wette, irgendwer wird sowieso in die Kommentare schreiben. Also von daher, warum eigentlich nicht wahr? So, wie viel haben wir jetzt hier? Eine ganze Menge. Ist nicht ganz so der Turm, den ich mir gewünscht habe, aber es ist etwas. So, ich habe noch 3 Stück. Und wenn ich ehrlich bin, die kann ich eigentlich auch mal verbrauchen. Eins, zwei, drei. Ja, ich denke mal, dann haben wir erstmal ein bisschen Wasser übrig. Ich wollte nicht landen. Ich will mal eine Leertaste zum Fliegen drücken. Da habe ich mir gerade im Final Fantasy 14 so angewöhnt. Wenn ich Leertaste drücke, steigt das hier nach oben. Ja, ihr könnt ja mal sagen, was ihr von der Optik davon haltet, ob ich vielleicht irgendwas runterbauen soll, damit es auch so aussieht, als wäre es halt irgendwie nicht in der Schwebe. Aber sonst würde ich halt sagen, es ist halt ganz in Ordnung. Ja, vielleicht noch ein paar Wassercontainer bauen, dass wir auf jeden Fall mehr als genug haben werden. Den hier lande ich jetzt erst einmal. Dann gucken wir mal, ob die Dinger funktionieren. Und sie geben auf jeden Fall Wasser aus. Das Problem, was ich nur leider gerade sehe, ihr seht, wie das Ganze wieder zurückgesetzt wird. Ich glaube, die Wassercontainer werden nicht richtig voll. Ja. Ja, genau. Das habe ich nämlich erwartet. Gut, die Dinger sind auf jeden Fall erstmal bewässert. Ich weiß aber nicht, ob die permanent Wasser verlieren. Ich meine aber schon, dass es mittlerweile so gemacht worden ist. Es war ja eigentlich bisher immer so geregelt, dass wenn da Wasser drin ist, kann ich die Dinger eigentlich auch zumachen. Nein, kann ich nicht, das ist doof. Oh Gott, ich falle schon wieder runter. Ich denke nämlich, dadurch, dass die Dinger die ganze Zeit Wasser verlieren und da relativ viele wassergebenden Dinge drin sind, wird, also die Dinger hier, wird das aber wahrscheinlich ziemlich schnell ihr sein Wasser immer wieder verlieren. Weil ihr seht ja gerade, es kommt kein Wasser mehr raus, weil da kein Wasser mehr drin ist. Es könnte aber auch sein, dass das Wasser sofort verbraucht wird, weil natürlich hier die Dinger hier befüllt werden müssen. Und erst wenn die Dinger hier voll sind, wird das Wasser nicht mehr so schnell rausgehen. Das oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Naja, aber ich würde sagen, das war es erstmal für heute. Wir haben eigentlich auch ziemlich viel heute geschafft und um die Feldwirtschaft werden wir uns dann beim nächsten Mal erstmal wieder kümmern. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zugucken. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Ciao.